Ey, lass mal was machen. Mach mal die Augen zu. Ja. Okay, pass auf. Ich gebe dir jetzt irgendwas zu essen. Mhm. Und du lässt die Augen zu. Ja. Und du musst erraten, was ich dir zu essen gebe. Aber, ja. Okay? Mhm. Augen zu. Yes. Und wir sind zurück mit einer neuen Folge von Spaß am Montag. The Game startet heute mit einem wunderschönen Spiel, das wir uns überlegt haben. Und zwar die Schmecken-Challenge. Wir geben uns gegenseitig Sachen mit verbundenen Augen und wir sehen nichts und wir schmecken. Und dann schauen wir mal, ob der andere das errät. Und wenn er es errät, dann kriegt er ein Pünktchen. Und wer am Ende mehr Punkte hat, der hat gewonnen. Hast du fiese Sachen rausgesucht? Ich habe nicht die leichtesten rausgesucht, ja. Also du musst schon dein A-Game rausholen, ja, damit du es errätst. Aber es ist nichts Giftiges dabei oder Körperflüssigkeiten oder irgendwie so. Okay. Also auch nichts Ekliges. Also ich bin sehr beruhigt, dass nichts Giftiges dabei ist. Bei Körperflüssigkeiten ist wirklich nichts dabei. Bin ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Okay, dann lass uns schnell ans Werk gehen. Schnick, Schnack, Schnuck, wer anfängt? Richtig. Schnick, Schnack, Schnuck. Zack. Loser. Ja, du fängst an. Los geht's. Wir bereiten alles vor und... Wir sehen uns gleich wieder. Ich find's lustig. So, es geht jetzt los. Ich gebe dem Herrn Wolter jetzt was zu essen. Hier hast du übrigens schon mal eine kleine Schüssel, falls es nicht so dein Geschmack ist. So, was meinst du? Genau. Und für euch blende ich natürlich unten ein, was ich ihm gerade gebe. Mhm. Ich spiele fair. So, dann fangen wir mal an. Hier ist dein... Gib mir mal deine rechte Hand. Muss ich den Löffel selber reinmachen? Ja. Fütterst mich nicht? Soll ich dich füttern? Ja. Okay. Bereit? Ja. Okay. Hm. Oh. Hm. Das ist Kokosraspel. Oh, shit. Wirklich? Ja. Ist falsch? Nee, ist richtig. Ja, ich dachte schon. Okay, stark, weil ich habe das gestern probiert und ich dachte, das wäre tricky. Mm. Das musst du selbst nehmen. Warte. Ja. Das ist offensichtlich eine Flüssigkeit. Okay. Was ist das? Warte mal. Darf ich nochmal probieren? Ja, Logo. Schmeckt irgendwie wie Himbeerbrause oder sowas. Wie Ahoi-Brause oder so. Himbeerbrause. Also ist Himbeerbrause, ja? Koste nochmal. Ich find's lustig, wenn du meinen Urin trinkst. Oh. Nee, ist irgendwas anderes. Ist nicht Himbeer. Aber was ist das? Das ist Dr. Pepper. Oh shit! Ja. Herzlichen Glückwunsch. Echt? Zwei Punkte ist es. Ja! Alter, das ist Dr. Pepper. Das ist Dr. Pepper. Ja, krass, ey. Nicht schlecht. Es verstößt aber gegen meinen Ernährungsplan. Ja, natürlich. Das so, achso, Mund auf. Hm? Ist ein bisschen mehr vielleicht. Ja. Hm. Das weiß ich auch. Oh nein. Das ist Babybell. Oh. Die Maschine. Da macht mir keiner was vor. Okay, ich befürchte, dass das Spiel jetzt schon an ihn geht. Ja, du kannst die Brille abnehmen übrigens. Also... Hast du sehr gut gemacht. Hast du sehr gut gemacht. Voll die guten Sachen. Ich bin voll das Arschloch. Mann. Also was ein fulminanter Durchmarsch. Jetzt ist Chris dran. Wir legen auch direkt los. Ich hoffe, ich sehe übrigens richtig schön aus gerade. Du bist wunderschön. Wie ein Schmetterling. Also du sollst hier immer nur, wenn du da, Das fängt doch schon scheiße an. Das Hauptgeschmack. Wenn du das errätst, dann bin ich schon zufrieden, ja? Okay, ich mal gucken, ob ich das Hauptgeschmack errate. Es geht los, Mund auf und los geht's. Oh. Tomatenmark? Aber da ist ein bestimmtes Gewürz drin. Boah. Oh. Wenn du mir das Gewürz... Es ist scharf. Aber es ist ein Gewürz, wenn du mir das sagst, dann lasse ich es gelten. Oh, Gewürze bin ich schlecht. Willst du nochmal? Nee, danke. komm, das schaffst du. Also... Trust. Also es ist Tomatenmark und da ist Chili drin und... Mhm. Mhm.
Ein Wort. Ein Wort noch. Also es ist ganz scharf, es brennt immer noch wie, oh, wie Gift im Hals. Ist es nicht giftig? Danke. Ist auch in Berlin verbreitet. Curry. Ja. Wirklich? Ja. Oh, da hast du aber sehr geholfen. Aber ich bin dir dankbar, ich nehme den Punkt sehr gerne an. Ja. Was ist denn das, Curry? Es ist Currypaste, scharfe Currypaste. Oh, okay. Scharfe Currypaste. Genau das, was ich gesagt habe. Ja. Ist übrigens sehr gut, dass du direkt das gegeben hast, was meine Geschmacksnerven verätzt. Ja. Freue ich mich drauf. Es hört sich an wie Kokain. Könnte sein. Als würdest du das gerade in eine Line machen. Ja. Ist es Kokain? Muss ich es durch die Nase essen? Wir können es mal testen. So. Mal sehen, du das schaffst, das ist wirklich gut. Warte. Okay. Oh. Oh. Oh, das war schon wieder so ein Pulver. Hm. Oh, ist ganz salzig. Hm. Oh, mir kommt das Kotzen. Ich hätte gedacht, du hättest es schon erraten. Aber ich bin so schlecht in solchen Sachen. Ich komme nicht auf den Namen. Da gibt's nur einen Namen. Gibt's nur einen Namen. Willst du nochmal? Nee. Oh. Komm. Es ist braun. Und es ist also rot. Ja, richtig. Und es brennt schon wieder meine Kehle hinten durch. Sag was. Oh, das Chili-Pulver ist falsch. Ist falsch. Es ist der gute Pommes Frites-Würzer. Das, was auf die Pommes raufkommt. In der Currybude, ja. Dieses rote Zeug. Deswegen dachte ich, du bist dabei. Das ist der Pommes Frites-Gewürz. Nee, ich esse sonst mehr Pommes als das Zeug, aber... Ach, schade. Egal, ich mach den dritten trotzdem noch. Willst du das trotzdem machen? Ich mach's gut, trotzdem. Okay. Wenn du mir da eine Sache von sagst, dann ist das in Ordnung. So eine Sache? Wie viel packst du denn auf einen Löffel? Ja, wo ist denn der Löffel eigentlich? Ach, hier bei mir. Mund auf. Bisschen größer auf. Das schmeckt wie Pommes Currypulver. Ist aber lecker. Das Rittersport. Ja, schon mal gut. Aber jetzt noch die Sorte, ne? Oh, come on, die Sorte? Ey, komm, Rittersport, es gibt eine Million Rittersport. Eben, deswegen. Ja. Ja, aber du musst ja doch. Irgendwie Erdbeerjoghurt. Erdbeer oder vielleicht noch was anderes? Na, so ein Mischmasch, so ein Erdbeer, Joghurt, Vanille, also so also es ist eigentlich so, wenn ich die Farbe von dem Stück innen drin beschreiben würde, wäre das so eine weiße Creme mit roten Punkten drin, also irgendwas buntes, pinkes. Lass ich gelten, Chris. Also ist es Erdbeer, was ist es denn? Ich lass es gelten. Mach die Maske ab und schau es dir an, was es ist. Oh, Einhornschokolade. Genau dieses habe ich versucht zu beschreiben. Joghurt und Himbeer. Diese Farbe habe ich versucht zu beschreiben. Siehst du? Ich habe nur 2-3 verloren. Du hast nur 2-3 verloren. Ich habe ein Stück Schokolade gegessen. Ich muss ganz schnell mal auf Toilette. Willkommen zurück. Dankeschön. Bitte. Hey, du hast es gut gemacht. Aber du warst auch. Du warst tapfer. Gewonnen. Du warst tapfer. Tapfer war er. Ich freue mich darauf, wenn wir das nächste Mal spielen. Ja, 2 in a row, yeah! Ja, sollte euch das Video gefallen haben, hinterlasst einen Daumen. Ansonsten abonniert uns. Ihr könnt auch gerne die Glocke hier aktivieren. Guckt doch mal auf unserer Patreon-Seite vorbei. Und schön, dass ihr dabei wart. Mein Name ist Christopher Kohn und das ist der Herr Andreas Wolter. Und ich sage, shine on!